Cookie Bros, Keksteig zum Naschen in der Sorte Waldmeister mit Brauseperlen. Da grüßt ein bisschen die Ahoi-Brause und ich bin gespannt, ob dieser spezielle Keksteig geschmacklich überzeugen kann. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Wir testen heute Cookie Bros Keksteig, limitierte Edition Ahoi-Brause Waldmeister. Klingt verrückt, muss ich eher sagen, aber nicht gerade geil. Waldmeister Kuchenkeksteig, also Keksteig, Kuchenteig ist ja scheißegal, Keksteig zum Naschen mit Waldmeister Geschmack und da drin sind nochmal Brauseperlen, die diesen Knusper- und Brausefeeling bringen. Puh, als Eis kann ich mir sehr vorstellen, das gibt es ja schon. Ahoi-Brause-Eis mit Waldmeister Geschmack und Brauseperlen gab es ja, fand ich super lecker, war ein geiles Eis, war verrückt, war anders, aber hat auch irgendwie Spaß gemacht, es zu essen. Als Keksteig kann ich es mir aber wirklich 0,0 vorstellen. Und die Kassiererin an der Kasse gerade sagte, ihr hat es nicht geschmeckt. Das muss ich einfach so mal wiedergeben, denn ich habe es gerade bei Rewe gekauft. Ich war gerade beim Friseur und bin danach nochmal zu Rewe gefahren, weil ich wusste, dass dieser Keksteig jetzt eigentlich nächsten Tag rauskommen müsste. Und der Rewe hier in der Stadt hatte ihn und dadurch konnte ich ihn gerade mitnehmen für 2,39 Euro. Denn hier hängt gerade mein Handy und da sind die Kassenbons offen. Praktisch mit den Apps heutzutage, dass die Kassenbons da drin gespeichert sind. Da brauche ich nicht diesen Zettelwirtschaftskram machen. Waldmeistergeschmack. Da kann man jetzt im Voraus natürlich schon denken, puh, Waldmeister, Ahoi-Brause, was da alles drin sein muss an Zutaten. Ja, die ist nicht klein, die Zutatenliste, aber sie wiederholt sich relativ oft und die E-Nummern sind nicht ausgeschrieben, denn ich habe es natürlich gerade mir schon mal angeschaut. Und es ist ungebackener Keksteig mit Waldmeistergeschmack und Brauseperlen zum Rohverzehr. Ihr habt natürlich die Zutaten hitzebehandeltes Weizenmehl, Zucker, Butter, Trinkwasser, brauner Zucker und dann kommen die Brauseperlen. Die Brauseperlen haben jetzt eigentlich den längsten Part von dieser ganzen Zutatenliste, weil das ist das Aufwendige, diese Brauseperlen herzustellen. Und wenn wir da jetzt mal drüber fliegen, sind die natürlich aus Zucker, Dextrose und Maltodextrin mit Säurungsemulatoren, ein Regulator mit drin. Die beiden sind aber völlig normal. Also wir hätten die auch ausschreiben können. Das wäre aber ein richtig langer Name gewesen, wo auch keiner was mit anfangen kann. Mit der E-Nummer verkürzt das natürlich auf diesen kleinen Packungen ganz gut vom Text. Dann ist er nicht zu klein. Es ist Rapsfett gehärtet drin, also kein Palmfett, sondern Rapsfett, aber auch gehärtetes natürlich. Wo waren wir jetzt gerade? Emulgatoren sind normal, ein Aroma ist noch drin, da weiß man nicht welches. Glukosesirup, färbende Lebensmittelkonzentrate, rote Beete, Spirulina, Safflor, Farbstoffe, färbende Lebensmittelkonzentrate sind nochmal mit drin. Ich glaube, hier ist eine doppelte Schrift drin, oder? Kann das sein? Weil jetzt kommen wieder die gleichen E-Nummern und die gleiche Säuerungsemulgatoren. Dann kommt auch wieder Aroma und dann kommt erst wieder was anderes. Also irgendwie ist hier ein Doppeldruck drauf oder ist es zweimal das gleiche drin? Was, glaube ich, aber keinen Sinn machen würde. Aber naja, Aroma, Emulgatoren, dann kommt Speisesalz, Antioxidantsmittel, E300 und 306. Ist auch alles noch normal. Konservierungsstoff, der ist völlig normal. Und Farbstoff E133, der ist Geschmackssache. Ich bin da kein Fan von. Das ist Brillantblau. Und Brillantblau steht leicht in der Kritik, die Niere zu schädigen, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen. Aber ist nur eine Kritik, ist noch nicht offiziell bestätigt, kommt immer auf die Menge an. Hier wird nicht viel von drin sein, aber es kommt darauf an, wie viel Brillantblau ihr insgesamt zu euch nehmt. Das ist auch in manchen Energy-Drinks und so drin. Die Menge macht das Gift. 383 Kalorien, 15 Gramm Fett und davon sind 34 Gramm Zucker. Eiweiß, brauchen wir nicht reden, es ist eine Süßigkeit. Ja, das ist er. Das ist der Keksteig Waldmeister. Und den werden wir jetzt ausprobieren. Ich kann euch schon mal sagen, vom Geruch, es riecht waldmeisterisch schon durch diese Packung, obwohl der verschlossen ist. Ne? Der ist ja zugeschweißt. Der ist so schön grün. Ich packe den jetzt für euch auf einen Löffel. Dann schauen wir mal, ob wir auch ein paar Brauseperlen finden. Dann zeige ich ihn euch einmal kurz in der Nahaufnahme. Und dann wird probiert. Und hier ist er jetzt, der Keksteig. Einmal aufgemacht, kann man also reingucken. Man sieht also diese Brauseperlen, die sich aber leider komplett aufgelöst haben, muss man sagen. Also sie sind gar nicht mehr vorhanden. Die sind nur farblich vorhanden mit diesen farblichen Kontrasten. Aber das ist er. So sieht der Keksteig aus, ein bisschen grünlich, riecht nach Waldmeister, aber schade, also diese Farbakzente sind natürlich cool, aber schade, dass keine Perlen mehr drin sind und so kein Knack und Co. mehr bieten. Aber auf das habe ich nämlich gehofft, auf so einen schönen Brauseperlenknack. Aber naja, das ist er und mal schauen, wie er jetzt schmeckt. Also ab ins Probieren des Waldmeister. Also schauen wir mal, was der Keksteig kann. Optisch, wie gesagt, finde ich schade. Ich habe wirklich auf Perlen gehofft, die da drin sind, aber so ist das jetzt. Ich probiere den aus dem Becher, nicht wundern, also falls ihr es nicht wisst, manche wissen es natürlich, unter dem Deckel ist immer ein Löffel. Also hier ist es wirklich so. Bei Nutella und Co. wird das ja immer versprochen, dass da drunter was versteckt ist, da ist aber nichts versteckt. Bei den Keksteigen von den Cookie Bros ist da aber wirklich ein Löffel drunter, nämlich immer so ein kleiner Holzlöffel.
Früher, als sie angefangen haben, war das noch ein Plastiklöffel. Aus ökologischen Gründen haben sie darauf verzichtet. So, mal schauen, ob er das kann. Wirklich Bock auf probieren habe ich nicht. Also ich finde es wirklich, die Farbe finde ich abschreckend. Also ich verbinde grün, gerade in so einem Keksbereich oder Kuchenbereich, halt nichts mit positiv, weil es ist meistens Schimmel. Ne? Also muss man sagen, wenn er grün ist, ist er nicht mehr gut. Es riecht ordentlich nach Waldmeister. Knistert. Also, das ist der Standardzucker, den der Keksack eh hat. Ich finde den Keksack sehr, sehr weich, persönlich. Das hatte ich schon beim Kaufen gemerkt, als ich ihn angefasst hatte. Ich finde ihn sehr, sehr weich von der Konsistenz. Ja. Schmeckt ein bisschen nach Waldmeister. Man schmeckt Ahoi-Brause, also die Kombination ist da. Also dieser typische Ahoi-Brause. Das ist der Ahoi-Brause-Brause-Geschmack, der ist so typisch. Das ist so ein ganz eigener Geschmack, den gefühlt keiner kopieren kann. Das ist ganz nett von der Idee, aber... Nee, das ist nichts für mich. Also für mich. Ich kann nicht für jeden sprechen. Ich finde ihn auch mir persönlich zu süß in der Kombination. Also süß und sauer mit Keksteig. Ich verbinde das damit nicht. Das ist, glaube ich, für mich so, für jemanden, der mit seiner Partnerin kocht und backt. Und das ist für mich so eine Geschmackskombinationswelt, die für mich nicht zusammengehört. Ja, natürlich kann ich verstehen, dass das gemacht wird und probiert wird und dass man was Verrücktes Neues bieten will, möchte. Aber für mich ist die Geschmackskombination nichts. Also ich habe keinen Bock, leicht grünlich, also für mich ist das Grün das Problem. Also ohne den Farbe, hätte sie normalen Keksteig-Optik, glaube ich, wäre es für mich vom Kopf her besser. Aber natürlich, es soll ja nach Waldmeister aussehen. Aber diese Säure so im Abgang mit dabei und es ist keine Brauseperlen sind, sondern nur noch aufgelöste Perlen. Ist für mich persönlich wirklich der schlechteste Keksteig bisher für den Cookie Bros. Also für mich, nicht für die Allgemeinheit. Aber ich kann ihn nicht gut für mich bewerten. Also nach meiner Bewertungsskala, er trifft zwar das, was er soll, und das haben sie gut umgesetzt. Er schmeckt nach Waldmeister, schmeckt nach Heubrause, alles gut. Für mich persönlich kriegt er aber maximal, so schwer es mir fällt, weil ich, wie gesagt, die Marke mag und allem drum dran, nur 2 von 5 Punkte. Da kann ich nicht mehr geben. Also für mich persönlich ist das nichts. Das ist einfach zu abgedreht vom Geschmack. Also zu speziell und für mich, wie gesagt, hat das in der Kombination mit Keksteig für mich nichts zu suchen. So hart es auch klingt. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Ahoi Brause in Keksteig oder in Kuchenteig oder so zu rühren. Und da würde ich, glaube ich, auch nicht drauf kommen, weil für mich Säure und Brause nichts darin zu suchen hat. Aber so ist es. Es kann nicht alles schmecken. Es wird sicher dem einen oder anderen gefallen und ein paar werden total drauf steil gehen auf diese Sorte. Für mich ist es nichts. Und ich bin gespannt, ob es für euch was ist. Werdet ihr ihn ausprobieren? Könnt ihr euch den Geschmack vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls einer fragt, ob es noch andere Sorten gibt wegen Waldmeister und Co. Nein, es gibt nur diesen Waldmeister. Also es wird kein Himbeer oder sonstiges geben. Es gibt nur diese eine Sorte. Und mal gespannt, was die nächste Sorte wird. Dieses Jahr soll, glaube ich, einiges an neuen Sorten kommen, wie ich das mitbekommen habe. Mal gucken, was da für verrückte Geschmäcker dazwischen sind. Hoffentlich nicht zu abgedreht, weil es soll ja am Ende ja schon ein bisschen schmecken. Wie gesagt, es schmeckt ja nach Waldmeister und Co., aber schwierig. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Bob.